Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Solos Project. Wir werden uns hier mal noch ein bisschen weiter umsehen, weil wir ja beim ersten Mal ein bisschen die ganze Einleitung hatten. Finde einen Weg in die Höhle. Okay. Habe ich denn meinen scharfen Stein? Aber ich glaube nicht, dass er mir hier jetzt weiterhilft. Okay, ich muss da rein. Die Frage ist jedoch, wie? Hier. Wenn dein Schiff abgestürzt ist, sammle so viele nützliche Gegenstände wie möglich aus dem Wrack, bevor du in anderen Gegenden wanderst. Selbst die einfachsten Gegenstände können überlebenswichtig sein, wenn sie richtig angewendet werden. Da habe ich keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Crouchen kann ich auch nicht, ne? Vielleicht ist hier irgendwie... Irgendwo... Die Nächte sind sehr kalt. Ja. Toll. Keine Ahnung, wie man da reinkommen soll. Ja, hier sind wieder die... Huch. Was war das? Was zum Teufel? Metallzeichen. Ja. Was ist da runtergekommen? Oh. Kraftnahrung. Medipack. Teleport. Was zum Teufel? Werfe Disk, um hier zurückzugelangen. Irgendwie so. Teleporter T. Okay, Moment. Wasserflasche ist da. Ja, das dachte ich mir. Ich werde jetzt erstmal... Vor allem den Stein, den kann ich doch erstmal loslassen, ne? Mission Objective. Reestablishing Satellite Uplink. Highest Priority. So, dann werde ich nämlich die eine... Wasserflasche jetzt mal trinken. Okay. Ob man das auch... hier lassen kann? Inventory full. Für später? Okay. Immer noch? Ich will den ganzen Kram da eigentlich gar nicht liegen lassen. Wo ist denn meine... Da ist sie. Ich
erkunden wir einfach mal ein bisschen weiter. Aber ich würde ungern das Zeug da liegen lassen, aber ich habe gerade eigentlich genug. Oh. Komme ich da ran? Ah, ich will jetzt auch nicht zu tief reingehen. Nachher schnappt mich da irgendetwas aus dem Wasser. Ganz schön kalt. Hauptsache, ich erschrecke mich gerade von meiner eigenen Fackel. Na klasse. Aber wo soll ich denn hin? Also ja, ich weiß, wo ich hin soll, aber ich weiß nicht, wie ich da durch das Gitter komme. Vielleicht hilft mir der Teleporter? Oh Gott. Vielleicht hätte man doch diesen... Was ist detected? Ja, ich weiß. Gott. Boah, und diese Musik dazu, ne? Ich habe gerade etwas Angst. Etwas sehr Angst. Was geht mit der Musik? Was? Oh mein Gott. Wow. Okay. Halleluja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe zwar schon gemerkt, dass irgendetwas passiert, aber... Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe auch das Gefühl, das Spiel ist ganz schön heftig, also ganz schön schwierig. Na gut, ein paar Minütchen machen wir noch. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Wie gesagt, vielleicht mit dem Teleporter, aber... Ich glaub's nicht. Lädt ein bisschen lange. Okay.
Da sind wir wieder. Da sind auch die ekligen Glubschis. Bah. Kann ich euch irgendwie... Oh, ich hab echt... Okay. Gucken wir doch mal. So. Inventory full. Genau, das war das. Dann snacken wir das, nehmen das mit. Das jetzt auch. Scharfen Stein nicht, den Stein fallen lassen. Das mitnehmen. Kennen wir. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie man hier rein soll. Ich werde jetzt aber erst nochmal zurückgehen. Damit dieses Ding runterfällt. Hoffentlich. Das ist auch schon okay. Okay, so, das kann auch noch mal weg. Ach, jetzt sind da andere Sachen drin. Okay. Moment, dann essen wir die, nehmen die mit. Sollte ich die schmeißen? Ja komm, wir haben ja eigentlich eine. Dann nehme ich davon noch mal eines mit. Jetzt probieren wir das einfach mal mit dem Teleporter, weil sonst hätte ich keine Ahnung. Echt nicht in diese Dinger reinstampfen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dann passiert nichts Gutes. So, linke Maustaste zum Disk zu werfen, rechte zum Teleportieren. Okay. Oh! Ja, Tatsache. Okay. Leuchtstab. Ja, natürlich. Aber der Leuchtstab ist doch besser als die Fackel, oder? Ich könnte hier noch... Ich schmeiß das jetzt weg. Beziehungsweise, bevor ich das wegschmeiße... Na, okay, ich habe ja eigentlich Kalorien in Ordnung. Leuchtstab. Ist das immer an? Weil dann könnte ich ja eigentlich die Fackel wegschmeißen, aber... Na gut, ich lasse es jetzt erst nochmal. Spendet ja kaum irgendein Licht. Ist die Fackel besser? Wo ist er denn? Da. Muss ich eigentlich... Ah ne, scheinbar kann ich den Teleporter... einfach so wieder einsetzen. Trag genug Vorräte, eine Wärmequelle und Licht bei dir. Okay. FK
Geheimnis übrig, okay. Ja, ich finde das Spiel, das ist nicht einfach. Aber hat was. Nur die Ladesequenzen finde ich bislang etwas lang. Etwas sehr lang. Okay, danke. Wo bin ich jetzt denn? Okay, da konnte ich zurück. Oh, wow. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das hier mag. Ach so. Ich dachte, ich müsste mir da jetzt meinen Weg entlang bahnen. Oh, Höhle der Erleuchteten. Ja, das ist ja schön, aber wie soll ich denn da... Ah, da ist was. Das sind Steine. Hier war doch eben irgendwo so ein Fragezeichen, oder? Nicht? Soll ich da runter? Oh Gott. Ich wollte eigentlich noch nicht runter. Irgendetwas ist da. Ich hoffe, der Ladebildschirm geht jetzt etwas schneller. Aber irgendetwas war da unten. Höhle der Erleuchteten. Aber ich finde, das Spiel ist wirklich nicht einfach. Also. Und ich finde, es baut auch so eine gewisse Atmosphäre auf. So, Spiel. Okay, die Ladesequenz hat gerade furchtbar lange gedauert. Ich würde sagen,
fürs Anspielen reichen die zwei Parts. Ich finde, das Spiel baut eine ganz schöne Atmosphäre auf. Es könnte sein, dass es dort weitergeht. Da hätte ich, glaube ich, weitergehen sollen. Und wie gesagt, also ich finde, es ist nicht einfach, baut aber auch eine ganz schöne Atmosphäre auf. Nur, was mir bislang etwas negativ aufgefallen ist, sind die langen Ladesequenzen. Die haben es doch arg in sich. Oh, und ich sehe schon, hier ist eine ganz schön große Höhle, die man erkunden kann. Sehr, sehr groß. Aber gut, ich würde sagen, das reicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei irgendeinem anderen Video hoffentlich wieder. Bis dann.